Heute gibt es ein berühmtes Gericht, was jedem schmeckt, immer geht und sehr einfach zu machen ist. Normalerweise heißt dieses Gericht Chili con Carne, aber heute gibt es dieses Gericht fleischlos bei mir und deshalb heißt es Chili sin Carne. Normalerweise werden die vegetarischen Alternativen immer mit einem gewissen Fleischersatz gemacht, was ich aber absolut nicht verstehe, weil gerade dieses Chili-Gericht kann man wunderbar ganz ohne Fleisch und ohne Fleischersatz machen. Die Bohnen, das Gemüse darin und die Gewürze reichen vollkommen als Geschmackserlebnis und sind dazu auch sehr gesund, sättigend und voller Proteine. Also fangen wir mit dem Rezept an. Erstmal unsere Zutaten: Kidneybohnen, weiße Bohnen, Mais, ihr könnt aber auch statt Mais schwarze Bohnen nehmen, Tomatenpüree oder Tomatenstücke, Paprika, Karotten, eine Zwiebel, dann 3 bis 4 Knoblauchzehen, Chilischoten und Tomatenmark, dann als Gewürze Salz, Kumin, Paprikapulver und Zimt. Und natürlich Wasser zum Kochen. So, wir fangen mit dem Schnibbel des Gemüses an. Und zwar die Paprika wird erstmal in Längsstreifen und dann in Würfel geschnitten. Die Karotten werden erstmal geschält und dann in kleine Stücke geschnitten. Zwiebel halbiert und in Würfel geschnitten. Die Knoblauchzehen geschält und in kleine Stücke geschnitten und richtig also auch gehackt. Die Chilischote ebenfalls klein schneiden und vorher die Kerne herausnehmen, weil sonst wird es richtig scharf. Wer scharfer mag, kann noch mehr Chilischoten benutzen. Ich habe hier mittelscharf eine kleine Chilischote genutzt. Naja, damit auch die nicht so gerne scharf mögen, mitessen können. So, und dann kommt in eine Wokpfanne etwas Olivenöl hinein. Ihr könnt auch einen Topf nehmen. Dann kommen die Zwiebeln erstmal hinein und die werden ein wenig angeschwitzt. Als nächstes die Knoblauchstücke mit den Zwiebeln zusammen kurz anbraten. Dann Tomatenmark. Bisschen schwenken und kurz auch ebenfalls anbraten. Und jetzt nach und nach das Gemüse. Die Paprika. Erstmal, die Paprika könnt ihr auch ruhig kleiner schneiden. Wir mögen das aber, wenn das so ein bisschen gröber ist. Und die Karotten. Wird alles geschwenkt und auf hoher Flamme angebraten. Und natürlich die Chilischoten und die Gewürze. So mindestens 5 Minuten anbraten das ganze Gemüse. So, als nächstes kommt dann Mais hinein, was sehr schön gekocht ist, deshalb muss man das nicht so hoch aufdrehen und anbraten. Und die ganzen Bohnen kommen jetzt hinein. Jetzt können wir die Temperatur auch ein bisschen reduzieren, also auf mittlerer Stufe und alles bisschen kurz mischen. Und nun kommt das Tomatenpüree oder die Tomatenstücke hinein und Wasser. So, kurz mischen. Aufkochen lassen. Deckel schließen. Dann Temperatur reduzieren und circa 20 bis 25 Minuten köcheln. Nach der Kochzeit haben wir ein fertiges Chili sin Carne. Also dieses Gericht können auch schon Kinder machen, Jugendliche machen, wirklich, wenn sie sich zusammentreffen und ganz ohne Hackfleisch, da kann nämlich jeder mitessen und man braucht überhaupt kein Hackfleisch, finde ich, weil es so ein leckeres Gericht ist. Der ganze Geschmack kommt von den Gewürzen und von den Bohnen und von dem leckeren Paprika, also von der leckeren Paprika und den Karotten natürlich. Und wir essen das immer sehr gerne mit Guacamole. Ja, man kann auch in die Tacos das machen. Erstmal Chili, dann Guacamole und ein bisschen Creme fraiche. Schmeckt auch sehr lecker als Alternative. Und natürlich mit den Taco-Chips
passt es auch sehr gut zusammen. Wir essen dazu auch manchmal Brot. Und ja, und auf jeden Fall warm essen ist auch das Richtige jetzt in den Herbsttagen, finde ich. Gerade wenn es so kalt und ungemütlich wird draußen. Genau, dann versucht mal das Rezept. Ich denke, viele können das auch wirklich selber machen. Aber das ist meine Alternative ohne Hackfleisch wirklich und ohne Fleischersatz. Es reicht vollkommen mit diesen ganzen tollen Bohnen. Ich habe jetzt rote und weiße Bohnen genommen. Stattdessen könnt ihr auch rote und schwarze Bohnen nehmen. Mais weglassen, da könnt ihr auch drei unterschiedliche Bohnensorten nehmen. Das passt alles zu diesem wunderbaren Chili-Gericht, finde ich sehr, sehr gut. Die Mexikaner, ganz klassisch, könnt ihr auch natürlich Chilis und Guacamole zusammen essen. Das Rezept für die Guacamole-Soße hatte ich ja schon gemacht. Das könnt ihr gerne hier bei mir unten unter dem Video finden oder hier auch anklicken. So, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch und bis zum nächsten Video. Tschüss!